Im Internet mache ich eine interessante Entdeckung. In Stuttgart soll es einen über 5000 Meter hohen Berg geben, den Monte Cervellino. Ein solch hoher Berg müsste hier doch zu sehen sein. Wo um alles in der Welt soll der denn bitte sein? Ich will wissen, ob es den Monte Cervellino wirklich gibt und organisiere eine Expedition. Akribisch plane ich die Reiseroute, buche Hochgebirgsträger und beginne damit, die Ausrüstung zusammenzustellen. Fehlt doch noch irgendwer. Nee, wieder nicht. Auch nicht. Da seid ihr und ich suche euch überall. Hatte der nicht neulich noch grüne Beine? Ja. Pünktlich erscheine ich am vereinbarten Treffpunkt, doch die bereits per Vorkasse bezahlten Gepäckträger lassen auf sich warten. Wie denn wird's nichts? Wie soll ich das ganze Material jetzt da auf den Berg hochkriegen? Oh. Offenbar gibt es ein Missverständnis bezüglich des Termins. Dadurch bin ich gezwungen, die Expedition alleine und ohne fremde Hilfe durchzuführen. Was nicht in den Rucksack passt, muss ich schweren Herzens zurücklassen. Ich kann nur hoffen, den Materialverlust irgendwann verkraften zu können. Mit einem modernen und komfortablen Gebirgsbus werde ich einen Großteil des Höhenunterschieds zwischen dem Stuttgarter Talkessel und dem umliegenden Gebirge auf bequeme Weise überwinden. Ja, jetzt haben wir auch wieder.
Ich bin wirklich beeindruckt. Die Fahrt bietet mir einen atemberaubenden Panoramablick über die Großstadt, die von hier oben wie eine Modellbahnlandschaft wirkt. Wahrscheinlich bin ich hier schon auf fast 2000 Metern Höhe. Ost-Karl-Schlemmer-Straße, Gillesbergbahn. Das einzige Verkehrsmittel, das mich noch weiter nach oben bringt, ist der Erbschleicher Express. So nennen Einheimische die Standseilbahn, die schätzungsweise weitere 2000 Höhenmeter überwindet. Ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Zivilisierte Verkehrsmittel sind in diesen Höhen weit und breit nicht mehr zugegen. Noch etwa 1000 Höhenmeter dürfte ich vor mir haben. Die dünne Höhenluft und die einsetzende Dämmerung machen mir ganz schön zu schaffen. Sauerstoffflasche und Stirnlampe gehören dummerweise zu den Ausrüstungsgegenständen, die ich zurücklassen musste. Ich bekomme erhebliche Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Der einsetzende Regen macht mir Angst. Wenn es jetzt auch noch anfangen sollte zu schneien, ist mein Leben ernsthaft in Gefahr. In einer Nacht am Berg ohne Biwak hätte ich kaum eine Überlebenschance. Von diesen Trümmerteilen habe ich im Internet gelesen. Hier muss ich richtig sein. Ja, ich kann das Gipfelkreuz schon sehen. Es gibt ihn also wirklich, den Monte Cervellino. Und ich habe ihn gefunden. Vielleicht bin ich sogar der erste Bergsteiger, der ohne künstlichen Sauerstoff den Gipfel erklommen hat. Das muss ich gleich nachher im Internet recherchieren, sobald ich wieder zu Hause bin. Aber vorher muss ich noch eine Mission erfüllen. Mission erfüllt, der Gipfel ist bemoscht. Nur ein bemoschter Gipfel ist ein guter Gipfel. So lautet eines der 10 Gebote der Gipfelmoschergemeinde, die im Internet statuiert sind. Meine Expedition werte ich als vollen Erfolg. Wie 511 Meter, nicht 5000.
Hat sich da jemand einen Aprilscherz erlaubt oder was? Oh.